Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Ich begrüße euch zurück zu diesem neuen Vlog von mir. Das ist ein ganz besonderes Wochenende, denn es ist Freitag und Bernd hat gleich um 13 Uhr frei und muss heute auch nicht wieder zurück zur Arbeit. Er hat Samstag frei und Sonntag frei. Also haben wir ein richtig schönes Familienwochenende. Und ich hoffe, wir werden auch einiges hier im Haus schaffen. Ihr habt mitbekommen in den letzten Vlogs, dass wir über eBay Kleinanzeigen ein paar Besorgungen gemacht haben. Wir haben ein Beistellbett uns geholt, oder eher gesagt fürs Baby. Babygirl ist auch dabei. Und ein Laufgitter haben wir uns geholt. Wir haben schon einen Kinderwagen und sowas alles. Das ist alles noch so im Wintergarten erstmal zwischengelagert. Und wir würden das gerne aufbauen. Ja, ich hoffe, dass wir das mal schaffen jetzt am Wochenende. Das wäre echt super. Ihr wisst, ich leide an akuter Müdigkeit. Ich schaffe irgendwie gar nichts. Es ist jetzt auch schon wieder 11:45. Ich habe zwar den Haushalt gemacht, aber so wirklich. Dann war ich mit dem Hund gerade eine Stunde spazieren. Aber so, ja, ich weiß nicht. Es ist... Faulheit würde ich nicht sagen. Ich habe halt Wasser in den Beinen und so. Ne? Die Hebamme hat ja auch gesagt, ich soll mich schonen. Bernd sagt, ich soll mich schonen. Das Murphy sagt, ich soll mich nicht schonen. Ich mache jetzt gleich Mittagessen. Bei uns gibt es heute was ganz Gesundes. Bei uns gibt es Burger mit Pommes. Und da habe ich so richtig Lust drauf. Ich habe so richtig... Und wir nehmen euch mit. Erstmal heute durch unseren Freitag. Und heute steht hauptsächlich an, heute Abend Geburtsvorbereitungskurs. Darauf freue ich mich. Heute ist das Thema Wassergeburt. Und was steht heute noch an? Nichts. Wir können vielleicht einfach mal uns entspannen, so nach dem Umzug. Da würde ich mich auch sehr freuen. Warum ich filme? Ja, das kann. Weil ich unsere tollen Burger zeigen möchte, die so delikat sind. Ja, die Reste. Das sieht jetzt auch aus, hier das Bier. Kein Bier vor. Alleine, ohne Kamera, voller Hass. Ja, ich bin nur nett zu dir, wenn die läuft. Dann sei doch froh, wenn ich die anmache. Man sieht deine Ritze hinten, die AA-Ritze. Die sollen weggucken. Die Leute. Du sagst ja, die sollen nicht unsere Videos gucken. Die sollen an meine AA-Ritze. Oh, jetzt hast du Arschfristhose. Mach das ja ordentlich. Heute habe ich beide Rauchmelder und CO2-Melder hier gedingst. Wie? War voll Alarm. Das Murphy ist hier suchend rumgerannt. Ja, das hat nicht gefeuert, so wie es sollte. Ja. Man war halt Qualm dementsprechend. Ja. Dann habe ich aufgemacht und dann kam der Qualm raus. Und der da hinten hat dann? Ja. Der Rauchmelder oder CO2? Der Rauchmelder. Ja. Und da der CO2. Das ist doch gut, dann wissen wir ja. Es funktioniert. Geklappt. Dann habe ich... Ja! Freut sich die Ursel wieder, oder wie die... Elvira! Bernd! Die kommt aus Amerika! Von ganz weit weg! American Elvira! Ja, und wir wollten heute mal hier den Wintergarten ein bisschen auf Vordermann bringen. Ja, ich fang schon mal an. Smurfy kaut hier gerade noch seinen Knochen. Du fängst schon mal an da auf dem Sofa, ja? Ja, 2 Minuten. Ja. Bist du fertig, Smurfy? Hat er jetzt einen Knochen mit reingenommen? Ja. Man weiß warum. Ja, auf seinen Platz. Murphy, ab auf deinen Platz damit. Er sagt, er schlingt den eben schnell. Ab auf deinen Platz. Ab auf den. Aber hat er auch gesagt, der besteht zu 80% aus Muskeln. Und 20%. Ja, Gehirn ist es jedenfalls nicht. Und 20% Hunger. So. Ja, wollte ich euch zeigen. Also, wir wollen hier aufräumen, weil ihr seht ja, hier ist das totale Chaos. Hier ist Holzbriketts, Kohlebriketts, hier ist das Beistellbett. Das wollten wir aufbauen. Hier ist der Kinderwagen mit Maxi-Cosi. Da fehlt uns noch so eine
Isofix-Station. Die schauen wir uns morgen an von eBay Kleinanzeigen. Die holen wir auch gebraucht. Und hier ist noch das Laufgitter. Ganz viel zu tun. Aber jetzt wird erstmal gechillt. Okay. So. Ja, mach euch zu. Ich kann ja gleich wieder aufmachen. Das ist jetzt das Beistellbett. Da fehlen dann nur noch unten die Rollen. Die macht Bernd dann dran, wenn wir das nach oben gebracht haben, gell? Ich bring das gleich hoch. Ja. Und hier ist der Kinderwagen. Ich habe jetzt nur diesen Maxi-Cosi-Aufsatz erstmal drauf gemacht. Nachdem ich rausgefunden habe, wie das funktioniert. Und ja, das ist alles gebraucht. Aber es wird reichen, gehe ich ganz stark von aus. Da ist noch so ein Neugeborenen. Hm? Da gehe ich auch von aus, dass das reichen wird. Ja, ist doch super. Also, kleines Geld. Warum soll man denn, ne? Ja. Ist da so nichts dran, außer irgendwo war hier eine Macke, aber die wird eh reinkommen. Wegen ihm da. So, und hier sind jetzt die anderen Sachen auf der Treppe. Einmal dieser Babyaufsatz für den Kinderwagen und der Sportaufsatz. Das kommt noch auf den Dachboden erstmal, weil wir hauptsächlich den Kinderwagen für den Maxi-Cosi, wenn dann, benutzen, wenn das Baby halt im Auto einschläft. Er fragt, ob wir ihm das nicht runter machen können. Das Gitter? Ja. Ja, er wird, nee, lass ihn da gar nicht rein. Der braucht da nicht rein. Ja, er will auch einen Hochbett, sagt er. Ja, dann soll er sich eins kaufen. Er darf sich da nicht reinlegen. Ich hoffe, du hast nicht. Erzähl mal die Story von deinen Händen. Pocken gekriegt. In den Händen Pocken. Und immer wenn ich gesagt habe, google mal, was das sein könnte, hat er gesagt. Pocken, AIDS-Krebs. Dann sehe ich Sachen, Bilder, die will ich nicht sehen. Wir haben dann teilweise Hände gehabt, nur noch Stumpen so. Voll schlimm. Voll schlimm, ich lache, ne, aber voll schlimm. Du sagst voll schlimm. Ja, jedenfalls hattest du eine allergische Reaktion, ne? Auf irgendwas, aber weiß er auch nicht, sagt er eins. Immer salbe eine Woche, zwei. Ist wieder gut. Ist wieder gut mit Cortison. Das ist die Hauptsache. Ja, war ja voll schlimm, du konntest ja nicht mal mehr. Die Hunde, ja, die Hundeleine, Wasserflasche, alles tat weh, ne? Ja. Ja. Die Mutti kriegt jetzt noch mal hier sowas Delikates. Das Murphy hat auch schon die Zunge nach ausgestreckt. Das Warum ist denn so siffig deine Tastatur hier, so Fettfinger drauf? Ja, weil du da dran bist. Das sind eingetrocknete Fettfinger hier. Ich eine Taste ab. Stimmt. Meine Eisen. Meine dritte Tablette für heute. Die sind so eklig, die Eisentabletten. Und machst wieder ein Bild, dass ich das als Titelbild nehmen kann. Ja, und schön noch ein Burger. Bei uns geht's gleich los, Geburtsvorbereitungskurs. Bernd ist schon ganz aufgeregt, heute kommt die Wassergeburt. Geil. Und kann ich auch fragen, ob ich da mit reingehen darf in die Badewanne. Ja, darfst du doch, hat doch der eine schon gefragt. Ja, der hat gefragt, der eine, ob er da ein T-Shirt anlassen darf oder sich nicht zeigen möchte. Ja, ich glaube nicht, dass das die Hebamme interessiert. Ich glaube, das wäre mir auch absolut völlig Wurst egal. Hm. Kommst du mit rein in Geburtspool? Wenn das dein Wunsch ist, dann komme ich mit rein. Das entscheide ich spontan, okay? Ja, dann machen wir das. Ich gehe auch nackt mit rein. Mir ist das doch egal. Ich habe da keine Hemmung.
Ich muss sagen. Der erste Mann, der sich einfach blank zieht und da einsteigt, plopp. Ja. Oh, da ist Stuhl mitgekommen, Frau Blackwinski, da höre ich schon das. Wie das Video heute, was du gezeigt hast. Ja. Oh. Immer wenn ich am Essen bin. Du hast damit angefangen. Ja, Feuer. Nee, du hast mit Stuhl angefangen. Feuer! Sabine hat sich kaputt gelacht. Ich glaube, wenn man als Frau im Dings, also ne, man kriegt vorher einen Einlauf, glaube ich, wenn man in den Geburtspool geht. Mm-mm. Aber das werden wir bestimmt gleich erfahren. Was ist ein Salamandersaft? Salamandersaft. Leckerer Salamandersaft mit Menthol. So eine halbe Sternenwertung. Das ist nicht vegetarisch. Etty, guck ihn dir an hier. Schlumpfsuppe mit Menthol. Er meldet Bedarf an. Ja, hallo. I need your food. Smurfy, geh runter. Frech das. Am Dienstag geht mein Add-on los, übrigens. Was, um 0 Uhr 0. Was ist dein Add-on? Mein Spiel da. Gurkimette. Eiskalte Gurke mit erfrischenden Zitronenaromen. Bert macht gerade Bestellung. Smurfy, er holt sich die Gurke jetzt da runter, sagt er. Smurfy, runter! Du alter Schummelhund, ey, meine Güte. Willst du das mal mitbestellen, dass dick wird? Gurkinette? Nein, das ist Drachen. Salamander, nein. Voll ekelhaft. Da ist gequetschter Salamander drin. Ich sag, ich beende eben unsere TV-Show. Wenn es genehm ist. Oh. Was? Es ist richtig kalt. Willst du nochmal Holz auflegen oder gehen wir gleich schlafen? Ja, jetzt noch nicht. Wir haben ja erst 20 nach 8, aber so um 9 ungefähr. Ja, also wir hatten unseren Geburtsvorbereitungskurs. Nee, nicht Haul. Kein Haul. Wo gehst du hin? Warum ziehst du Jacke an? Ich geh Zwiebeln holen. Ja. Heute war ja Thema Wassergeburt. Das hatte ich euch, glaube ich, schon am Anfang vom Video erzählt. Heute Morgen. Mir hat halt gesagt, man kann mit Partner oder ohne Partner in die Badewanne. Das kann der Partner sich aussuchen oder halt auch die Mutter, je nachdem. Es gibt ja bestimmt auch Mütter, die das nicht wollen. Und ja, dann, was hat die noch gesagt? Wenn der Partner halt nicht mit reingeht, weil das halt so eine riesige Badewanne ist, dass die Partner mit rein können, haben die so ein Seil oben in der Decke mit so Baumwolltüchern, wo man sich dann dranhängen kann, damit man sich so richtig abstützen kann zum Pressen. Ja, und dass sie gerne Wassergeburten machen, das ist halt gut, das Gewebe entspannt und so. Und ich würde es gerne versuchen, weil man muss natürlich gewisse Voraussetzungen erfüllen, wenn man eine Wassergeburt machen möchte. Also man muss mindestens die 37. Woche vollendet haben. Der Kopf muss unten liegen, ne? Der Kreislauf muss in Ordnung sein. Dem Baby muss es gut gehen. Ja, sowas zum Beispiel. Und man soll sich Gedanken machen, ob man einen Einlauf möchte oder nicht vorher. Vor allem, glaube ich, auch wenn der Partner mit in die Badewanne kommt, dass der ja, Darm halt ne, gereinigt ist und der Partner nicht damit drin rumschwimmt. Oh, das sehen die nicht, Zuschauer. Etty, ist das? Ja, er kann nicht entscheiden. Er kennt das schon. Calvino hat schon mal eine ja. angemacht. Aber auch da war es ihm nicht geheuer. Oh. Pass auf, wenn der schnüffelt, ist die Nase. Er sagt, auf seinem Platz kriegt er Sicherheit, deswegen geht er dahin. Was hat die noch Wichtiges erzählt? Alles. Alles.
Was hatte ich denn für Fragen? Ich hatte voll viele Fragen heute, ne? Ich habe gefragt, ob man auch eine andere Position einnehmen kann in der Badewanne. Also so zum Beispiel mit den Armen über den Badewannenrand und nicht nur dieses sitzende, liegende. Dann hat sie gesagt, ja, das kann man machen. Aber eigentlich, wenn die Geburt dann wirklich ist, also das Baby rauskommt, dann sollte man sitzen oder liegen. Denn da ist am besten gewährleistet, dass das Baby wirklich im Wasser zur Welt kommt. Weil so, wenn das halt mit Luft in Berührung kommt, das Baby, dann kann dieser Reflex ausgelöst werden, dass die einatmen. Und das sollen die ja erst, wenn die wirklich aus dem Wasser raus sind, im Idealfall. Ja. Und was habe ich noch gefragt? Ob der Partner auch wieder raus darf aus der Badewanne, wenn ihm das gar nicht gefällt, das geht auch. Ob ich reinstuhlen darf? Nein, das habe ich nicht gefragt, das sollte ich fragen. Ja, und bei uns gibt es jetzt Abendbrot. Backenbrot, Backenbrot. Ja, wir backen gerade Brötchen auf. Bernd schält eine Zwiebel. Und ja, wir müssen auch früh schlafen gehen, weil obwohl morgen Samstag ist, müssen wir früh aufstehen. Denn wir fahren morgen ganz weit weg, um uns Isofix, nicht Isofix. Wir haben diesen Maxi-Cosi. Und wir brauchen diese Station, die man ins Auto klemmen kann. Also brauchen wir nicht, hätten wir aber gerne, damit man nicht immer diesen Kindersitz-Babyschalen-Ding so anschnallen muss. Das ist total kompliziert. Und das hat mich immer genervt bei Calvino, damals diesen Maxi-Cosi abzuschnallen. Und deswegen hätten wir gerne so einen Family-Fix, heißt das. Genau. Und jemand weiter weg verkauft zwei Stück. Nägelchen. Oh, und die gucken wir uns morgen früh an und dann nehmen wir den Maxi-Cosi mit und gucken extra, ob der auch passt. Und wir haben doch im Auto auch die Vorrichtung dafür, oder? Isofix. Keine Ahnung. Wir gehen davon aus. Da haben wir noch gesagt, als wir den gekauft haben, haben ja, wir, brauchen wir nicht. Los. Haben wir, brauchen, werden wir niemals brauchen. Jetzt sollen wir erst die Liebe machen, weil wir das Auto haben. Vorher haben wir keine Liebe gemacht. Oh. Ja, okay. Ich werde das Video jetzt beenden. Jetzt wird es zu intim hier. Guck mal, mein Mann deckt schon den Tisch. Alle schreiben immer, ich habe so einen fürsorglichen Mann. Ja, du bist der Beste. Everybody loves Bernd. Sagen, also du nicht. Jawohl, ich habe dich geheiratet. Ja, musstest du. Warum musste ich? Steuerliche Vorteile. Weil du mich gezwungen hast. Ich hab dich gezwungen und ich musste. Mach doch mal! Willst du nicht? Hör auf, die Leute glauben das ist noch. Besser so. Ist besser so, hab ich gesagt. Jo. Steuerlich. Erzähl doch mal von deinem Heiratsantrag. Ja, vielleicht war nicht. Mach doch mal! Ja, vielleicht erzählen wir euch irgendwann mal, ja, wie es dazu gekommen ist. Smurfy, runter! Runter! Runter, du kleines Atemschnäuzchen. Smurfy, komm hier! Komm fein! Mir, du süßes Schnäuzchen. Was? 25.8. Was ist da am 5.? Die Creme Vega. Ja. Boah, die August? Ja, die ist immer weg, ne? Nein, sieht die noch gut aus? Riecht normal. Dann lass, ich nehm die noch. Aber mach ich da nicht für Tzatziki, ne? Nein. Bernd bereitet noch was vor. Wir haben nämlich morgen Besuch. Wir haben morgen einen Pärchenabend. Ja, Pärchenabend. Und Hundespielverabredung. Ja. Okay, jetzt verabschiede ich mich aber. Jetzt ist genug. Ich danke euch fürs Zuschauen und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.